Hauptstadtfraktion vorstellen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir werden dem Konsolidierungsvertrag zustimmen, weil es natürlich notwendig ist, dass die Finanzbeziehungen zwischen KVV und Stadt geregelt sind. Und er ist ja in der Tat sehr bewusst nur für ein Jahr gehalten, weil das ja auch deutlich wird, die Herausforderungen, vor denen die KVV steht, gerade nicht nur wegen der Klimakrise, sondern wegen der ganzen Versorgung, die durch die KVV geleistet werden, die sind einfach riesig. Und es steht ja auch drinnen, dass die Stadt Kassel, also unser Punkt, wir haben uns oft in den letzten Jahren enthalten, weil eigentlich viel mehr notwendig wäre, gerade wenn wir an den Ausbau des ÖPNV denken und wir denken, da könnte die Stadt vielleicht auch öfter mal ein bisschen mehr unterstützen. Es steht aber ja auch drinnen, dass die Stadt Kassel unterstützt im Bedarfsfall bei der Sicherstellung der Aufgaben, sofern es rechtlich und finanziell möglich ist. Und es steht auch deutlich drin, und deswegen nutze ich die Gelegenheit, jetzt einfach zu diesem Konsolidierungsvertrag zu sprechen, dass die Stadt Kassel auch erwartet, dass Bund und Land Hessen dem Ausbau des ÖPNV durch geeignete Maßnahmen unterstützen. Denn es ist klar, die Kommunen allein können es nicht stemmen, was alles notwendig ist, gerade wenn wir uns die Situation bei der KVG angucken, wo wirklich Millionen Investitionen notwendig sind für den Aufbau der Infrastruktur, für die Fahrzeuge. Wenn wir uns angucken, dass die Fahrpreise ja eigentlich sogar noch günstiger sein müssen, gerade für die Gruppen, die wenig Geld haben, und dass wir einfach massive Investitionen auch ins Personal brauchen. Und dafür sind große Investitionen notwendig, und das brauchen wir von Land und Bund. Und auch da sind wir als Kommunen, finde ich, gerade im nächsten Jahr besonders gefordert, den Druck wirklich auch als Kommune geschlossen nach oben zu geben. Und es gibt ein Zeichen, auf das ich Sie gerne jetzt hinweisen möchte, weil es einfach eine Kampagne gibt von Wir fahren zusammen, also wo sich Verdi und Fridays for Future als Gewerkschaft und Klimabewegung zusammengeschlossen haben, um gemeinsam zu sagen, wir müssen den Topf für den ÖPNV insgesamt größer machen. Wir dürfen nicht länger den Aufbau und das Personal gegeneinander ausspielen, sondern wir brauchen diese Investitionen jetzt, denn ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen bei der Stadtversammlung letzte Woche Dienstag war im Schlachthof. Da waren über 100 Leute, es waren auch ganz viele Busfahrerinnen da, es waren auch ganz viele Schülerinnen da, und der Ton dort war ziemlich klar, das läuft gerade ziemlich am Limit. Es gibt große Probleme mit Ausbildung, weil der Krankenstand unheimlich hoch ist, weil die Arbeitsbedingungen belastend sind. Die Schüler haben mit überfüllten Zügen geklagt. Die KVG-Fahrer und Fahrerinnen haben berichtet eben von den geteilten Schichten, was es heißt, wenn man bis 18 Uhr abends arbeitet und morgens schon wieder um 5 Uhr anfangen muss, weil die Schichten so geteilt sind. Die Gehälter sind niedrig, und nächstes Jahr ist eine Tarifrunde, wo es genau darum geht, zu verändern. Und wo aber auch klar ist, wenn man sich die gesamte politische Lage gerade anguckt, es wird kein Selbstläufer. Das Verkehrsministerium auf Bundesebene hat sich nicht so viel vor, dazu was zu machen. Und wo es, finde ich, wirklich angemessen wäre, tatsächlich parteiübergreifend den Druck nach oben weiterzugeben, weil wir das als Kommune brauchen. Und von daher fahren Sie da einfach auch mit. Man kann Unterschriftensammlungen runterladen, Sie können das mit unterstützen. Und ich fände an der Stelle tatsächlich total angemessen, wenn wir es nächstes Jahr im Frühjahr oder im Februar hinkriegen, eine gemeinsame Resolution zu machen. Ich weiß, wir halten nicht immer viel von Resolutionen, manchmal machen Sie dies, geben die Kürzungen im Bund, wollten Sie keine, aber ich bin gerade für den V der Lektoren auf der Hand, dass wir das als Kommune brauchen und alleine die Schuld dafür, dass es gut wäre, wenn wir da eine gemeinsame Zeit setzen.